Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus Driver Gold. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei dieser etwas sehr langen Fahrt vom Süden in den Norden der Stadt. Und diese werden wir nun heute fahren. Ob ich jetzt noch eine weitere Fahrt hier dranhängen werde, das steht noch nicht ganz fest. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das passen wird von der Zeit, weil das ist schon eine ganz schöne Strecke, die wir jetzt vor uns haben. Und ich bin noch mal gespannt, ob das mein Hals mitmachen wird, weil ich bin immer noch ein wenig erkältet und ich habe jetzt schon wieder irgendwie ein paar Probleme damit. Okay, also am Whistler Glacier, da werden wir auch halten. Das ist dieses eine Resort, wo wir schon einmal gehalten haben. Das heißt, wir haben hier eine entspannte Autobahnfahrt vor uns. Keine Probleme, hoffentlich. Wird alles, glaube ich, gut laufen. Und dann werden wir auch mal so ein bisschen die Stadt in der Süd-Nord-Achse erkunden können. Und es wird dann halt auch relativ interessant werden. So, ich teste mal was. Bringt das was mit dem Blinker? Nein, bringt es nichts. Blinkt das was mit dem Blinker? Das wäre, glaube ich, ein bisschen... Das wäre ein lustiger Versprecher gewesen. So, ich bin mal gespannt, ob wir es pünktlich schaffen zum Resort. Weil die Zeit ist hier schon immer ein bisschen knapp bemessen in dem Spiel. So, also ich glaube, die Autobahn habe ich hier jetzt in dem Verlauf noch relativ gut im Kopf. Weil das ist jetzt auch nicht so ein schwieriger Verlauf dort. Ich weiß auch, wo man dann rauskommt, wo man dann in die Stadt reinkommt und nicht mehr auf der Autobahn ist. Und ich glaube, man wird von hier aus auch eine gewisse Landstraße erkennen können, auf der wir bald mit einem Überlandbus fahren werden, wo ich mich wahrscheinlich irgendwo im Schnee absetzen werde und dann weinerlich dort sitzen werde, weil ich das einfach nicht kann. Das ist einfach nur, es ist so eine Strecke, die ist einfach nur mega schwierig. Ich bin da bislang jedes Mal irgendwie... Es kriegt man nicht hin. Zumindest habe ich das immer noch so in Erinnerung. Ob das dann wirklich so ist, wer weiß. Ich hoffe mal nicht, dass... Weil ich meine, der Schulbus, den ich jetzt letztes Mal gefahren bin, da dachte ich auch, dass der irgendwie gar nicht, dass er sehr schlimm wäre. Aber er war gar nicht so schlimm, der Schulbus. Dann hoffe ich mal, dass dieser Überlandbus, der hier jetzt auch später langfahren wird, am Whistler Glacier Resort, da wird er nämlich nicht über die Autobahn weiterfahren, sondern da ist ja noch so eine kleine Straße... Die führt durch so ein schneebedecktes Tal. Da werden wir langfahren. Und da kommt man leicht von der Straße ab. Aber das werdet ihr sehen, wenn dann diese Fahrt auch dran ist. Ich sag nur, das wird lustig. Eine Schneefahrt, die ist lustig. Eine Schneefahrt, die ist schön. Halt nee, das geht anders. So, und relativ pünktlich kommen wir hier auch an. Whistler Glacier Resort Hotel. So, also, der Bus, der Überlandbus, der wird jetzt hier lang fahren. Also, der würde jetzt hier rechts fahren und wir fahren über die Autobahn in die Stadt. Also, über die Dingsen, über die Landstraße kommt man auch in die Stadt, aber Autobahn ist schöner, schneller, auch wenn die voll mit Schnee ist. Und sowas habe ich auch wirklich noch nie in einem Bus gesehen, dass das Heck sozusagen, ja, dass da keine Fensterscheibe ist, sondern einfach nur so ein Motorkasten. Selbst diese hässlichen Renault-Busse haben dort eine Heckscheibe. Auch wenn ein bisschen sehr weit oben und ein bisschen gebogen, aber trotzdem haben die eine Heckscheibe. Und da unten sieht man so einen kleinen Ausläufer der Landstraße. Also es ist auch, es wird... Denke ich mal lustig. Eine perfekte Meile. Ja, auf dem Schnee kann man auch nicht gerade viel falsch machen. Das wird sich gleich wahrscheinlich ändern. Weil gleich kommt wieder so eine Tunnelpassage und dann... Hilfe. Ich fahre mal ein wenig langsamer. Wäre vom Vorteil. So, da vorne ist wieder so ein Spielzeug-LKW. Den werde ich aber mal gekonnt überholen. Und den Blinkerbonus einsacken.
So, ich glaube, wenn wir jetzt hier gleich durch den Tunnel durch sind, dann sind wir auch schon in der Stadt. Ich schlänge mich hier so durch den Verkehr. Oh, nee, wir sind noch nicht in der Stadt. Wir fahren noch einmal hier durch Schneegebiet. Oder ist es auch schon aufgetaut? Es ist Schneegebiet. Und ich sehe nichts, ob irgendwie vor mir was ist. Ja, doch, da ist irgendwas. So, da dränge ich mich einfach mal rein. Ja, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's. Ich muss hier einfach nur durchkommen. Keine Rücksicht auf andere Verkehrszeichen. Ach so, oh. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo habe ich bitte schön ein Auto gestreift? Ja, okay, ich habe es gesehen. Ich habe vor mir ein Auto gestreift. Wobei, das kann man dann noch nicht, das kann man doch noch eigentlich nicht gestreift nennen, sondern eher vor sich hergeschoben. So, jetzt. Okay, hier kriege ich dann doch noch Blinkerbonus. Obwohl, Schnee. Aber die Autobahn ist hier doch schon ein bisschen länger. Ach so, und ich glaube, wenn man dann hier jetzt mit dem Überlandbus fährt, dann kommt man hier wieder auf die Autobahn. So war das, glaube ich. Diese eine kleine Passage fährt man dann noch da unten auf der Landstraße und dann fährt man über die Autobahn in die Stadt hinein. Oh, da war ein Auto. Ja, okay, also die Sichtverhältnisse sind hier auch nicht gerade die besten. Den Fahrgästen scheint es auch gut zu gehen. So, ich bremse mal lieber wieder. Ich hatte schon gerade wieder fast ein Auto mitgenommen. Ja, also, wie gesagt, das Spiel, das hat so kleine Macken, Autos, die öfter mal mitgenommen werden wollen. Spielzeuglastwagen, die relativ klein sind im Gegensatz zum Bus. Und sehr viel Busverkehr, sehr viel Busverkehr. So, also ab hier kenne ich mich jetzt wirklich so gut wie gar nicht aus. Ich weiß, dass man, wenn man jetzt hier irgendwo lang fährt, auch noch zur Eastern High School kommt. Wo genau die jetzt ist, von hier aus, weiß ich leider nicht. Oh, das Auto habe ich mitgenommen. Und da ist nochmal so eine Busstation. So ein Terminal. Fullwell Station. Ich glaube, dort endet dann dieser Überlandbus. Oh, kurze Grünphase. Sondern das ist hier jetzt so eine Stadtschnellstraße. Wir werden jetzt, glaube ich, auch gleich. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Wir fahren jetzt gleich durch die Stadt. Wäre es nicht cleverer, irgendwie über Land zu fahren? Oder ist das einfach nur ein bisschen blöd? Weil das sieht. Nee, das sieht aus, als ob ich da einen Bogen machen würde. Ich glaube, wenn man nämlich jetzt da abbiegt, dann kommt man zu dieser Eastern High School. Aber es sieht eher nach einem Bogen aus, den ich da machen würde. Das ist es nicht so clever. Dann fahre ich hier einfach geradeaus und fahre halt so ein bisschen durch die Stadt. Aber weil man spart dann da so ein bisschen Zeit, indem man dann so ein bisschen Zeit, indem man nicht an so vielen Ampeln stehen bleibt. Ich folge einfach den Pfeilen. Wird schon richtig sein. Und hier ist schon ganz schön viel Verkehr. Oder nee, da kommt man zu einem Gefängnis und nicht zur Schule. Wobei gleicht sich doch eh gleich aus. So, jetzt kommt man hier wieder in so ein. Lenk doch, Spiel! Jetzt kommt man hier wieder in so einen Teil, der ist jetzt wieder so ein bisschen altstadtmäßig. Man könnte es auch so ein bisschen mit Washington verwechseln. Weil man hat hier jetzt auch so ein weißes Haus, wie man hier sieht. Aber irgendwo gab es jetzt auch noch so ein kleines London. Ich weiß noch nicht wo. Es muss hier auch in der Nähe gewesen sein. Ganz in der Nähe. Sicher. Bin ich mir ganz sicher. Was zum. Ja, okay, was ist das denn hier für eine Kreuzung? Ich sehe doch nichts. Warum fährt der nicht? Ja.
Okay, das ist... Okay, hier kann ich mich jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig draus befreien. Ja, okay, also warum der jetzt auch immer da so abrupt stehen geblieben ist, weiß ich nicht. Aber... Okay. Sein Problem. Mein Bus ist noch heile. Mein Bus geht nicht kaputt. Warum nur? Weil jemand ein Schadensmodell vergessen hat. Und weil es keine Reparaturfunktion in diesem Spiel gibt. Und den Fahrgästen scheint es auch immer noch gut zu gehen. Stehen tut aber anscheinend niemand. Oder die sind schon alle verreckt. Und da ist ein... Was ist das überhaupt? Das ist ähnlich dem Washington Monument. Okay, da geht's jetzt in die Altstadt und jetzt Grimsey Sub. Wow. Einen Meter weiter und ich wäre über die rote Ampel gefahren. Und in 2 Minuten müssten wir schon ankommen. Das ist doch viel zu früh, viel zu spät. Das schaffe ich doch nie. Also die Zeit ist hier echt manchmal ein bisschen sehr knapp bemessen. So, hier geradeaus. Also ich glaube, wenn wir jetzt da über Land gefahren wären, dann hätten wir wirklich ein bisschen mehr Zeit verloren, weil das ist jetzt nicht die Strecke zu der Eastern High School, glaube ich. Oder doch? Ach komm, ich kenne mich hier nicht so gut aus in diesem Bereich. Ich bin halt eher so auf der anderen Seite gefahren, weil dort die cooleren Gebäude waren. So, der Pfeil zeigt jetzt noch geradeaus, also fahre ich auch geradeaus. Auch wenn mich das wahrscheinlich hier gleich nach links lotsen, nach rechts lotsen möchte. Das Auto hat jetzt Pech. Aber es hat mich gebremst. Juhu. So, das Auto fährt natürlich nicht. Ich fahre hier lang. So, dann fahre ich jetzt halt mal ein bisschen anders. Hier kenne ich mich ja jetzt wieder ein bisschen aus. Oder auch nicht. Sanderstedt. Okay. Das Busterminal kenne ich noch nicht. Super. So viel dazu, ich kenne mich hier aus. Aber ich muss jetzt, glaube ich, irgendwie dem roten Pfeil folgen und dann jetzt hier gleich abbiegen. Also alles besser als jetzt noch irgendwie diese Serpentinen zu fahren. Muss ich hier zwar einmal drehen, aber das kriege ich auch irgendwie anders hin. Ich meine, ich bin Busfahrer. Ich bin besser als die KI. Ich kann wenigstens meine Spur verlassen. So, einmal bitte ohne den Bordstein. Okay, aber ich habe den Bordstein doch mitgenommen. Ach so, und so sehen wir übrigens auch einen neuen Teil der Karte. Nämlich einen alten Industrieabschnitt anscheinend. Mit etwas kaputterer Straße als sonst. Sieht doch auch nicht so schlecht aus. Und ein weiterer Tunnel, der anscheinend ein bisschen pflegebedürftig ist. So, die 10 Punkte habe ich gleich einfach mal wieder reingeholt. So, jetzt muss ich hier, glaube ich, abbiegen. Wenn ich jetzt gerade ausfahren würde, dann würde ich hier wieder komplett woanders hinkommen. Das wäre jetzt nicht so gut. Grüne Welle-Bonus. So. Dann muss ich jetzt gleich nur mal eben schauen, wie ich da jetzt drehen kann. Aber das mit Pünktlichkeit wird nicht so ganz. Schade. Aber den Fahrgästen scheint es uns auch schon wieder besser zu gehen. Und zumindest geht's denen jetzt ein bisschen. Denen geht's mittelmäßig gut. Und den stehenden Fahrgästen, die wahrscheinlich auch wirklich in diesem Bus existieren, den hat man einfach den Mund zugeklebt. Damit die ihre Meinung nicht äußern.
So, hier muss ich jetzt dann, glaube ich, abbiegen, um hier einmal zu drehen. Ich könnte natürlich auch einmal über die Straße drehen. Das ist zwar verboten, aber ich versuch's. Ich bin jetzt mal mutig. Ich kann ja auch mal versuchen, mich da einfach mal komplett falsch rum reinzustellen. Das muss ich mal ausprobieren. Ich bin jetzt echt mal ein bisschen mutig. Ich meine, ich stehe ja da drin. Ich bin zwar auf der falschen Richtung. Ach, verdammt. So, dann muss ich hier also einmal eben drehen. Das kriege ich hin. Ich wollte zwar nicht auf die Spur, aber okay, das wird schwierig. So. Ja. Ah, das funktioniert doch echt gut. Also dank diesen komischen Lenkfähigkeiten des Busses hat das doch gar nicht mal so schlecht geklappt. Und natürlich noch zum Schluss einmal verbremst. Sunshine Hotel. Und die Fahrgäste kommen ordentlich durchgeschüttet an. Ah, da werden sich die Hotelbetreiber freuen. Dann bin ich auch mal auf die Fahrplanauswertung gespannt. Pünktlichkeitsbonus 21%. Na gut, 3 Minuten 13 Verspätung. Für Spiel ist es schlimm. Und 2005 Punkte. So. Dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Ich würde mal sagen, den kriegen wir noch hin. Die Nachttour. Obwohl... das hebe ich mir mal für das nächste Mal auf. Also das nächste Mal machen wir jetzt noch die letzten beiden Fahrten. Einmal die Gefängnisfahrt und die Nachttour und dann geht's auch schon zu Stufe 5. Und einer Konferenzfahrt, die wieder am Airport startet. Ich glaube, das ist übrigens der Bus, den ich hier meine. Nee, das ist ja gar nicht, dann ist es in Stufe 5. Aber ich möchte jetzt auch nicht wieder zu sehr spoilern. Das dürfte das hier sein. Ski Resorts. Ja genau, das ist es. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.